Ich male in erster Linie für mich selber. Und wenn jemand kommt und das Bild anschaut, lasse ich ihm seine eigenen Gedanken dazu. Meine Malerei ist so offen, dass jeder, der das Bild anschaut, ganz was anderes sehen kann zum Beispiel. Und ich freue mich darüber. Meine Bilder sind vor allen Dingen Gedanken, aber auch es sind Teilstücke oder Bruchstücke drinnen, die ich von woanders her aufnehme. Ich glaube, ich bin eine Sammlerin. Ich mag das gern, wenn irgendwelche Sachen irgendwo auf der Straße rumliegen. Also ich meine Papiere. Ich glaube natürlich nicht alles zusammen, aber ich mag gern schöne Sachen. Und mit denen mag ich dann auch arbeiten. Und die mag ich dann auch, dass sie in meine Arbeit einfließen. Ob sie dann zum Schluss sichtbar sind, ist eine ganz andere Sache. Das muss gar nicht sein, sondern nur einfach, dass es drauf ist, dass ich das für mich eingenommen habe und dass ich an dem Platz angekommen bin. Ich kann mich in andere Leute reindenken, aber ich kann sie nicht nachmachen. Also ich kann mich kaum verstellen. Ich bin so, wie ich bin. Wenn ich zum Beispiel traurig bin, male ich anders, als wenn ich fröhlich bin. Ich kann mich aber in der Malerei auch ganz vergessen, dass das durcheinander gerät. Aber im Prinzip kann ich mich nicht verstellen. Die Collagen und die Malerei müssen sich zusammenfinden. Die Collagen sind aber zum Beispiel nicht nur Papier oder Schnipsel, sondern zum Beispiel Wellpappe. Wellpappe weil es einfach gar nicht mehr so viel gibt. Ich war in Kroatien und es war im Frühjahr und es hat geregnet am laufenden Band. Ich glaube, es waren 8 Tage nur Regenwetter. Und dann waren 2 Männer auf der Straße gestanden und hatten ihre beiden Hunde dabei. Und den Hunden ist es irgendwann einmal zu langweilig geworden. Und dann hat der eine Hund dem Mann ans Bein gepinkelt. Eigentlich sind das ja die Stiefel und der Regenmantel. Aber das Bild heißt zum Beispiel ans Bein pinkeln. Ich bin ein Mensch, der nicht unbedingt sucht. Also nicht dringend sucht. Man ist ja immer auf der Suche. Aber ich bin ein Mensch, der manche Sachen auf sich zukommen sieht und sie dann auch wahrnimmt. Dann, wenn ich die Sache wahrnehme, dann möchte ich sie natürlich auch bestens durchführen. Aber nicht so, dass ich jetzt sage, ich will, sondern ich bin einfach jemand, der gefunden wird oder der findet. Und da bin ich eigentlich sehr froh drüber.